Poch, poch herein und ein wunderherzliches Willkommen beim sechsten Let's Play von For the King. Ja, in der letzten Folge haben wir die Glittering Mines überlebt, haben den Chaos-Generator zerstört und anscheinend sind diese Chaos-Generatoren dafür verantwortlich, dass Chaos über das Land gezogen ist. Ja. Und wir haben unseren nächsten Auftrag bekommen. Wir sollen hier jetzt nach Parit in die Stadt gehen, ja, und gucken, was da los ist. Wir sehen hier, es sind noch mehrere Aufgaben, nachdem wir in Parit waren, dann zu erfüllen. Und unsere Zeitleiste läuft natürlich gnadenlos ab. 30 Runden haben wir dafür Zeit. So, ich sitze noch in den Glittering Mines fest, aber ich werde gleich rausgehen und werde mich mal nochmal nach Woodsmoke schlagen, um zu gucken, ob ich da noch was kaufen kann oder ob ich das Dörfchen schon leer gekauft habe. Ja. So, das würde ich auch noch gern wissen mit dem Runestone, was das ist. Aber ich glaube, da ist, das war, glaube ich, Intelligenz gefragt. Und da ist ja unsere Pia am besten dran. Ja. So. Deswegen, Robin. Wanderst du mal da rein? So. Und jetzt gucken wir mal. Town Market. Haben wir noch was? Got Beard. Das bräuchte ja eher mal die Pia. Und hier kleine XP-Menge kann man damit. Das sollte man auch nehmen. Kostet 49. Heilig Gott, doch, was ist da los? Ja, es wird natürlich. Es wird natürlich immer teurer alles. Und die Gegner werden jetzt wahrscheinlich auch schwieriger werden. Deswegen müssen wir uns vorsehen. So, ich weiß nicht. Make the user undetectable. Was sie unsichtbar oder was? Using it in combat will give. Ne, a boost to evasion. Okay, na, okay. Aber was ich mal machen werde, ich will mir mal ein Pfeifchen reinziehen. To get the most out of herbs. Das heißt, hier dieses Pfeifen-Level dann erhöhen, um dann mehr aus meinen Kräutern rauszuziehen, wenn ich sie nehme. Und ich habe bis jetzt, das habe ich noch bis jetzt noch gar nicht angewendet. Jetzt hat er hier Pfeifchen 1, der Robin. Ja, gut. Soll ich nochmal machen? Ach, kann ich gar nicht mehr. Das nächste Mal kostet es schon 65. Ja, guck an. Healing brauche ich eigentlich auch nicht. All Focus Points. Focus Points, naja, gut, hat er noch. Und ihn brauche ich auch nicht. Nee, komm, dann Robin, machst du hier, bleibst du drin. Haben wir noch was im Questboard vielleicht Neues? Nein, auch nicht. Gut. Leave. Und End Turn. So. Na, das schaffst du gerade. Rein in die Runen. So. 36%. Plus 12 XP. Ah, ich hau Fokus drauf. Ah, hab ich nicht. Aber es hat trotzdem geschafft. Konnte ich gar keinen Fokus draufsetzen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und, ja, schlag dich mal in Richtung Woodsmoke, weil du holst mir dann die XP ab. Oh. Was ist eigentlich, wenn ich Wölfchen hier angreife? Da ist keiner mit dabei. Was ist das? Queen's Landing. Repair Ocean Vessels. Nee, ich wandere hoch. Ich greife einen Beastman an. Kann ich aber nicht. Nee, ich stelle mich mal hier hin. Ich möchte die auch noch mitnehmen. So, Robin. Ah, jetzt läuft hier echt ab. Es läuft ja ab. Wir haben nicht so viel Zeit. Aber es sind alle mit dabei im Kampf. Von daher drauf. Wie viel hat er denn? Oh, gut, Beastman ist auch nicht so stark. Truff. Ja, betzt ihn gleich weg.
guten Buckler. Oh, nimm mit. So, gut, gut, gut. Wie sieht's denn aus mit Health Fontaine? Aber er hat 49 von 49. Ne, wir sind alle voll, wir sind alle voll. Wir gehen hoch, wir müssen weiter. Obwohl, ich würde das Vögelchen noch gerne angreifen. Energy Boost, kann nochmal laufen. Hm, ob der sich so allein wegwagen sollte? Ach, Robin ist gut drauf. So, und du, liebe Pia, holst du mal hier Warmers XP, Schollers Board. Dat. So, kaufst du dir? Ah, eigentlich wollte ich ja Gottbeard kaufen mit ihr. Egal. Egal, sie hat so ein Heilungsstäbchen dabei. Das ist sehr gut. Und Services? Habe ich noch Kohle? Ne, habe ich nicht, ne? Oh, Pipe-Level, vielleicht sollte ich das auch in jeder Stadt auffüllen. Naja, gut, aber wir haben halt keine Kohlen. Oder kann ich was verkaufen vielleicht? Kann ich nicht was verkaufen? Wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal? Verkaufen? Pia? Where is your inventory? Na? Hier, Inventory. So, sie hat doch bestimmt was dabei, dass sie irgendwie loskriegen kann. Ihre Lute. Ihre Laute kann sie doch verkaufen. Ja. Jetzt Nummer 7. Was haben wir sonst noch zu verkaufen? Royal Banner. Sie hat in Speyer gerade. Und das ist Magic Damage. Wie sieht es mit ihrer Rope aus? Das ist auch zweimal die seltene Cloak. Das ist eine andere Rope. Mir ist 2 dringend, plus 2 Intelligenz hat sie gerade und das ist Awareness, Evasion. Mal mehr Armor. Ah, ich weiß gerade nicht, ob die. Jetzt schauen wir mal, was sie noch haben. A camp at which all party members may heal and regain focus. Seit wann habe ich das? Braucht sie ein Karneval-Ticket? Ich möchte noch auf mein Pipe-Level kommen, irgendwie. Die könnte ich noch verkaufen. Tattered Rope. Ich hab ne, komm, die hau ich weg. 24 Kohlen. Wie viel brauche ich dafür? 16 brauche ich doch. Ja, jetzt komm, jetzt nimmst du das Pipe-Level. Hoch damit. Sehr gut. Das war's. Und leave. Oder entern, besser gesagt. So, Liam, wie sieht's aus, Vögelchen? Greifen wir an. Jupp. Gefightet. 3 Stück. Wir sind nur zu zweit. Poisoned. Na super. Wer war denn das? Das war das Bienchen, ne? Weg mit dir. Naja, komm schon. Die machen wir weg. Drauf. Ja. Jetzt haben 2 Hände. Und das auch weg. Aber er ist vergiftet. Poisoned. Hab ich nicht irgendwie so ein. Da, Poison. Mit dem Poison. Also, die Herbs sind schon wichtig. So, und jetzt sprint mir Robin nach. Oh, Robin. Robin to be alone, das ist nichts.
Bison Tower Camp. Okay, die sind heftig. Die sind heftig. Ne, Robin, du wartest. Das wird sonst zu viel. Ne. Ich gehe noch stückchenweise mit ihm vor. Die anderen sind noch zu weit weg. Fragezeichen ploppt auf. Click to continue. So. Pia kommt hinterher. Und hat wieder XP gekriegt. Ah, vielleicht sollte ich mit ihm, hätte ich vielleicht noch dieses... Ah. Ich muss mitnehmen, was geht. Komm, ich hole mir das noch schnell. Taumarket. Ich will ein Goldbier mitnehmen, weil nachher komme ich nicht mehr hier runter. Curses, das ist Fluch. Habe ich da sowas schon? Wie viel habe ich noch? 36. Komm, nehme ich mit. Nehme ich mit. Lief. Und hinterher. Zeit läuft natürlich ab. Ah, ich bin zu langsam, glaube ich. Wie sieht's denn aus, wenn ich den angreife? Nein, ist mein anderer nicht drin. Dann gehe ich mit ihm hier hin. Mein Liam muss hinterher. Ich gehe nur zu dritt in die Fights. Oh Gott, das ist, ich habe schon sehr viel Zeit verloren jetzt. Ich, komm, renn. Gleich drauf. Machen wir nicht lang rum. Beastman Camp, komm, fighten. Ja, Beastman hat seine zwei Wölfchen dabei. Nur Robin ist dran. Der Rest muss noch warten, okay. Beastman hat am meisten. Beastman hat am meisten. 14, komm, den Betzte weg. Ja, encouraged. Ja. So, Pia macht jetzt den Wolf weg. Hm. Oder nicht? Du machst mal den weg. Was? Wölfchen. Na komm, dann den. Oh. Gegen den Felsen geschleudert. Gold, 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 sehr gut. Und Hermit Grass makes user undetectable. Also boost evasion. So, wer braucht immer Boost Evasion? Hier, komm. Collect. Gut. Ist Robin dran. Robin hat einen Sprint. Wir müssen weiter. Wir müssen hier. Ha? War hier nicht vorher noch ein. War hier nicht vorher noch was gestanden? Could be anything. Was ist denn das? Lava? Wir sind gleich im Parrett, aber ich möchte vorher nochmal den Beast Donator Camp, das möchte ich noch platt machen. Aber die sind wirklich, die sind hier stärker. Ich komme jetzt hier quasi ins nächste, ins Grasland rein. Das heißt, hier sind die Gegner stärker. Ich habe hier unten zwar noch nicht alles gefightet, aber... Ob ich die schaffe, da bin ich letztes Mal, als es im Februar rausgekommen ist, kläglich gescheitert an diesen Bistosauron-Typen da. Die einfach zu stark waren. Ich kann eigentlich schon noch Parit rein. Kann ich nicht. You have found Warlocks Volcano. Das ist jetzt das. Home of Coalheart. This hound can be sealed by defeating the Saw Scourge with or risk it awakening when chaos rises. Hm? Was heißt das? When hound is active, destructive volcanoes spawn across Farul. Ja, und kann ich die nicht kaputt machen?
Hounds are the abodes of Forest's Gorge. These nasty demons lie and but will awaken if the chaos in the world rises. Ah, da kommen Dämonen raus hier. Wenn das Chaos ausbricht, has awoken, it will have a rather unpleasant effect on the land. Okay, schlechter Effekt. The best defense against these is to keep the chaos low. Okay, kann gegen die gar nichts machen. Ah, super. Ich gehe rein mit ihm. Ich will wissen, was da abgeht. Welcome to Pirate. I'm Dree Pollard, Queen's Royal Prime Agent in this troubled time. So, ja. Agent. And that fell tower is Harazuel, a cursed place and the source of chaos. It is protected by a shield, which we need to bring down. I know a way. Seek the key fragments at these locations. Okay, suche die Fragmente, Schlüsselfragmente, um quasi dieses Schild von dem Turm Harazuel runter zu bekommen. Okay, in any order, also ist egal in welcher Reihenfolge. Ja, und welche? Okay, da hinten muss ich hin. Kill the Mind Lord in the Burning Forest. Und? In the Rook Isle. Okay, dann müssen wir mit dem Schiffchen aber rüber. Find a Solf in the Forgotten Cellar in the Golden Plains. Das ist ein Solf. Finde eine Lösung oder was? Complete this object in the... Ah ja, gut. Also da brauche ich ein Boot und dafür brauche ich Geld. Hier ist ein Hafen. Da muss ich dann übersetzen. Schauen wir mal. Ja gut, Robin hat dann die... Oh, doch, wieder 53 oder was? Also jetzt gucken wir mal. Schauen wir erstmal mal einen besseren Speer finden. Der hat schon mal 12. Der hat 14. Und 2 Armor. Halleluja. Kostet nur 28. Und das Bastardschmusswort. Oh, yes. Das braucht man, Liam. Mit ihm nehme ich... den hier. Und ein Longbow. Robin, ein Longbow. For you. Auch mit 14. 2 Armor, 2 Evasion. Heavy Draw, Safe Distance. Und was kann der? Armor Pierce. Hm. 38, der hat... Er hatte eigentlich... Ja, was jetzt? Wie? Ich kann mir nur einen leisten. Longbow, Heavy Draw, plus 2 Evasion, aber... Es gibt halt 2 mehr Armor. Ne, ich kaufe mir den. So. Was haben wir noch? Godspeed kann er sich nicht mehr leisten. Eine Dancing Nettle. While traveling to gain additional movement points. Use it in combat to increase attack speed. Panax. Purify. Spell remove. Max Health geht um 4 hoch. Er hat am wenigsten Health eigentlich. Also komm dann. Attack Damage, Gold Multiplier, 3 Luck. Vitality, ne, ich nehm das. So. Jetzt hat er auch 54. Was, da gibt's noch eine War Axt. Hab ich nicht gesehen, ich bin nicht runtergescrollt. Nein. Aber die ist wieder mit Stärke. Ne, ich hau mal Bastard Sword hier. Und Armor brauche ich natürlich auch. Ach Gott, das ist alles teuer. Ich habe kein Geld. Services. Pipe kostet auch 79 mittlerweile. Okay, okay, okay. Questboard nehme ich an. XP, Gold, 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 Item. Will ich ein Item? Will ich Gold mal, dass ich mir was kaufen kann. Das ist ein Bounty Exploration. Sollten wir mal hier einen Englischübersetzer nebendran legen. XP ist natürlich eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich XP krieg. Eigentlich will ich XP. Retrieval. Delivery. Pff. Komm.
Please help, my husband has not been heard from in weeks and was last seen around the Creed Jetty. Creed Jetty, wo ist denn das? Willing to pay what's wrong with anyone who can travel to the Creed Jetty and return to pirate with news of his safety. 48 XP. Pick up the legend pouch from Creed Jetty and return it to pirate. Ja, und wo ist Creed Jetty? Das ist auf jeden Fall was zum Suchen. Corey needs 33 XP. Hand deliver a sealed letter to private marina. 31 Gold. Was ist das Item? Karnevalticket, Lilkant Karnevalticket. Da komme ich nicht mal das an. Das ist zwar das Schwierigste wahrscheinlich, weil es am meisten XP gibt, aber komm. Ach. Hä? Pick up the leather pound from Creed Jetty and return to pirate. Was ist Creed Jetty? Ist vielleicht da hinten oder was? Click to continue. Kann ich mit ihr? Jetzt habe ich nicht geguckt, ob ich für sie was brauche. Jetzt kann ich gleich hier. Nee, kann ich nicht. Ich will die hier angreifen. Komm, geh auch mal rein. Halt! Nein, hab ich verpatscht. Ja, sie hat ja kein Geld mehr. Komm, das bringt ja auch gar nichts hier. Einen Turn muss ich machen. Oh, ich verschwende Zeit. Ich verschwende kostbare Zeit. Ach komm, Liam, was ist mit dir los? Du Lahmarsch. Komm, dann geh ich da rein. The mystery of Farewell are seemingly endless. You have stumbled up in catacombs. Luck, gain item, nothing, a loose belt item, loose pack item, oh nein, will ich nicht. Nothing will ich auch nicht. Wie Fokus will ich da draufsetzen? Kann ich nicht. Gott, ach Gott. Hat man Liam. Boah, ist das. Fantastic people in Twisted Gatherers, own creation. Gain item 6% ist doch nix. Ich hab gar keinen Luck. Kein Fokus. Warum nicht? Ich kann auch nicht. Ich kann auch nicht weg. Ich muss annehmen. Naja. Katakomben, kann ich da mit allen rein? Level 4? Wir sind alle Level 3. Ne, dann gehen wir später rein. Na, jetzt kann ich natürlich nicht. Oh, jetzt. Komm, ich muss hier außen rum. Ich brauche das Schwert. Verliert so viel Zeit. Ah, da ist er nicht dabei. Was ist denn hier mit dem Buy or Sell Goods Armor Merchant? Ah, ja, kein Geld. Kein Geld. Achso, mein Liam hat ja auch kein Geld. Ne, wir müssen rüber. Komm, wir gehen rüber. Nein, ich möchte erst fighten. Ich muss auf meinen Liam warten. Bis ich die fighte. Wie weit geht denn das? Bis hierhin. Laufen wir bis hierhin. Ach komm, das ist doch nichts. Jetzt ist auch noch Nacht. Wie viel Zeit habe ich noch? 24 Runden. Bis jetzt ist er weg. Oh. Nee, mit zwei schaffe ich nicht. Will ich nicht. Liam gibt Gas. Ja, ach Gott, 4, das ist doch. Komm, jetzt drauf. 3, oh Gott, 3 könnte natürlich auch bitter sein. In den Fight. Auf der Brücke. What the? 25, ich hab's gewusst. Jetzt wird's wieder heftig hier. Und ich blute mit meinem Robin. Okay, ich muss ihn wegputzen. Ja. Komm, weg mit ihm. Noch eins, das ist doch nichts. Oh.
haben Liam. Mann, aber Liam blutet, ist ja gar nicht mein Robin. Ja. Weg mit ihm. What the hell? Sehr gut. Ach nein. Nur 7. Vampire Bash. Okay, weg. Oh, er blutet. Blutet er immer noch? Ne, jetzt hat er aufgehört zu bluten. Wow, Max Hell's Vitality. Also mit ihm habe ich mir das schon geholt. Jetzt hol's. Komm, ich hol's hier jetzt mit ihm. Intelligenz braucht er nicht. Das haut drauf wie. So. Und er hat natürlich keine Herbs. Aber sie kann noch heilen. Sie kann noch heilen später mit dem Stückchen. Was ist denn das? Das Underworld ist aber gesperrt. Komm ich dann da rein? Bis unten lang. Oh, das bringt man. Das ist ja zu weit weg. Ohrtorn. Jetzt sind alle aus dem Kreis raus. Aber ich muss kämpfen. Ich muss kämpfen. Du Lahm. Du lahmes Kamel. Robin geht hier voll ab. Guck mal, das bringt mir noch nichts. Ortschon bringt mir jetzt auch nichts. Ich hab kein Geld. Ich muss jetzt dahin. Zwei Stande Pide. Ich kann zwar angreifen, aber ist keiner dabei. Wie weit geht denn das? Sieh's nicht, wenn da unten das Schild aufgeht. Das muss schon dahin. Ich kann auch da durchrennen. Das ist bis da unten rumgerannt. Fünf Gegner. Was? Level 5? Oh, 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 oh. Gehen die davon aus, dass man hier schon Level 5 hat oder was? Hä, hey, schaffe ich doch nicht. Sind Level 3er und das ist Level 5. Wie viele Runden habe ich noch? 22. Soll ich noch ein bisschen kämpfen, noch ein bisschen XP? Wie viel XP brauche ich noch bis zum nächsten Level? Ja, schon noch. Schon noch ordentlich XP. Fehlen mir da. Hey, echt? 3er gegen 5er? Das könnte mich das Leben kosten jetzt in dieser Folge. Könnte. Und deswegen mache ich es lieber in der nächsten Folge. Ja, das war's mit diesem Let's Play For the King. Nächstes Mal wagen wir uns ins Mindlord Camp. Obwohl auch irgendwie nicht. Aber gut, dann werden wir sehen, was passiert. Das kann schon das Ende sein, wenn ich gegen Level 5er kämpfe mit Level 3. Aber gut. Man muss wagen, um zu gewinnen. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Franco.